Also Freunde, wunderschönen guten Morgen. Meine Stimme hat sich auch dem V8 von gestern ein bisschen angepasst. Aber nee, war auf jeden Fall noch ein sehr, sehr cooler Abend. Heute, Tag 2. Wir müssen eigentlich, ich muss einmal rausgehen, bevor ich sage, was so der Plan ist. Das ist übrigens so das Zimmer. Das ist auch schon echt sehr, sehr cool. Boah, also ich glaube, mit der Aussicht könnte man jeden Tag aufstehen. Ich will mal wieder rein, am Ende weg, ich habe irgendwelche Leute. Um darauf zurückzukommen, heute Tag 2. Wir gehen gleich was frühstücken. Wir haben 7:20 Uhr. Danach kommt, glaube ich, so. Ich weiß, ich kann es noch nicht einschätzen, ob es cooler wird als gestern, aber ich glaube auf jeden Fall auch noch was ganz anderes. Und zwar gehen wir auf eine riesen Eisfläche. Und was man da so treibt mit coolen Autos, kann man sich eigentlich so ausmalen. Ich würde sagen, nochmal ein paar Eindrücke und dann sehen wir uns auf der Eisfläche. Let's go. So, genau, Leute, bevor wir jetzt auf die Eisfläche gehen, gibt es auch nochmal einen kleinen Zwischenhalt. Hier in einem von Audi hergerichteten Fotostudio ist wirklich sehr cool gemacht. Verschiedene Lichterspiele, verschiedene sehr coole Modelle, auch limitierte Modelle. Wie unter anderem hier Iconic Edition TTRS. Da steht noch ein sehr, sehr cooles Fahrzeug, ein One of One. Und da hinten, hinter dem riesigen schwarzen Vorhang, befindet sich auch noch was sehr, sehr cooles. Dazu gibt es ein separates Video, auch hier auf dem Channel. Also einmal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich würde sagen, bevor ich hier noch zu viel erzähle, schaut euch einmal an, was hier alles so steht und genießt es einfach, Leute. Es ist eine einmalige Sache. Let's go. So, okay Leute, wir sind zurück in alter Liebe. Audi RS e-tron GT. Aber diesmal nicht Daytona Grau, sondern es müsste Tango Rot sein, wenn mich nicht alles. Tango Rot oder Kaminrot? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, so mit dem Sonnenlicht drauf. Aber ja, zurück mit alter Liebe. Und das gute Stück hauen wir gleich mal aufs Eis und checken mal, was das so kann. Bin eh gespannt, wie das wird, aber sieht schon. Die Kolonne sieht schon ganz geil aus. Es sind noch zwei vor uns, noch einer hinter uns. Danach sind wir 4 oder 5 RS5. Ich glaube 5, ne? So, dann kommt mal, fahrt mal hinter mir her. Wir bleiben hier vorne stehen, wo wir hier in der Kaffeehütte zwischenlagern und dann geht's gleich weiter. Genau, Leute. Ich weiß gerade nicht, was war der letzte Cut. Wir haben nochmal ein kleines Briefing bekommen von den zwei Kollegen da in Rot. Und jetzt sitzen wir. ESC ist off. Dynamic-Modus. Und jetzt kannst du mal zeigen, müssen wir gleich da vorne ein bisschen Slalom fahren. So wie der Kollege das vor uns macht. Schaut nicht schlecht aus. So. Bitte. Jawohl. Ja, das ist schon. So, ja, es ist halt, man muss hier schon ein bisschen stark abbremsen so am Ende. Aber es ist schon geiler jetzt. Ist schon. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon echt stark aus hier mit der Sonne. Das wird einmal im Ego kratzen, wenn ich so eine Pylone mitnehme. Das ist nicht so leicht. Aber wenn es ja leicht wäre, wäre es ja auch. Wäre es langweilig. Ah, das war ein bisschen zu wenig. Also umdrehen und dann geht's wieder weiter. Er kann auf jeden Fall krass fahren. Er ist ja mit der offenen Tür vom A8 da. Hat die Pylone eingesammelt. Das war wild, ne? Okay. Oh, das war knapp, das war jetzt knapp. Ja, Leute, also der Kollege, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber auf jeden Fall der Instruktor, der hat das so easy gemacht. Der hat es so easy gemacht, gefühlt so übers Lenkrad. Ja, erzählt nebenbei, wir sind eine Runde mit ihm gefahren, nämlich weil er es uns zeigen wollte. Und wir probieren jetzt mal, ob das nur bei ihm so easy aussah. Realität was anderes ist. Muss ich nach links jetzt einlenken? Ja? Weiß ich nicht mehr. Ah. Darüber braucht, dass gegenlenkt und dann bleibt vom Gas, dass man das Auto rumdreht. Okay. Ja, habe ich gemerkt. Danke. Schade, ich dachte am Anfang, es war eigentlich ganz. Ich dachte am Anfang, ah, okay, jetzt habe ich es. Könnte ich jeden Tag machen, ne? Also das macht ja so Bock. Das
So, okay Leute, also ihr seht, wir sind jetzt mitten auf der Eisfläche. Jetzt hat man auch nochmal so einen ganz guten Überblick, wo wir was gemacht haben. Da unten stehen noch die ganzen Pylonen, da sind die Berge. Sonne scheint hinter euch auch direkt in mein Gesicht, deswegen muss ich mal ein bisschen hier so machen, damit ich was sehen kann. Aber Leute, Audi Creators Day, Tag 2 für euch, Vlog Part 2 und ich hoffe, es hat euch genauso viel Bock gemacht hier beim Zugucken wie mir. Hier, Tango Rot, RS e-tron GT, das war unser Schätzchen heute. Hier noch der Sticker, deswegen den Spikes, wundert euch nicht. Ja Leute, ihr wisst, wie es läuft. Abonnieren, kommentieren, liken, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.